wird heute eigentlich in der Gesellschaft Spiritualität angenommen? Da hat sich ja viel geändert. Yoga ist in aller Munde, Meditation ist in aller Munde, aber wenn es um Medialität geht, ist es schon wieder ein bisschen schwieriger. Für manche Menschen ist das völlig selbstverständlich und andere haben halt doch ihre Schwierigkeiten. Jeder von euch hat da natürlich unterschiedliche Erfahrungen und ich würde sagen, Ladies first, liebe Jana, frage ich dich doch mal, ich habe gehört, du arbeitest auch mit der Kirche zusammen oder mit einzelnen Vertretern der Kirche? Wie ist denn da so die Akzeptanz bezüglich deiner Engelarbeit in einer Kirche oder mit Kirchenvertretern? Seit 11 Jahren halte ich Seminare ab und beobachte auch die ganze Zeit über, dass Theologen zu Seminaren auf der Suche nach gelebter Spiritualität auch kommen. Doch vor 5 Jahren war das undenkbar, in einem katholischen oder evangelischen Haus sprechen zu dürfen als spiritueller Mensch. Doch in den letzten 4 Jahren hat sich viel getan. Ich beobachte schon, dass eine ganz starke Brücke zwischen Religion, nämlich aus verschiedenen Richtungen, und Spiritualität sich fleißig entwickelt, sodass ich heute seit 4 Jahren meine Seminare in einem Franziskaner-Seminarhotel abhalte. Dieses Jahr und nächstes Jahr bereite ich sogar Projekte mit Wissenschaftlern und Theologen zum Thema Spiritualität, zum Thema Nahtoderfahrung, zum Thema Liebe, Glaube, Hoffnung, all das, wo wir ja mit unseren christlichen Wurzeln das ja suchen und auch uns in unseren Wurzeln stärken wollen, gut verankern wollen, damit wir noch mehr uns zur Güte, zum Licht hin entwickeln können. Ich beobachte, dass die Menschen immer mehr sich die Hände reichen und keine Angst mehr vor diesen Machtstrukturen haben. Schön, vielen Dank. Ja, die Runde ist schon größer geworden. Pascal Fockenhuber, du bist auch schon hier, freut mich sehr. Du bist ja auch fast schon in der ganzen Welt unterwegs, viel in der Schweiz. Jetzt mal so gefragt, sind die Schweizer eigentlich noch mal viel offener für diese Themen? Ist es da viel einfacher? Wie erfährst du so die Unterschiede? Vorsicht, du bist hier in Deutschland. Ja, nächste Frage. Also es ist, ich war ja jetzt gerade auf Deutschland-Tour, ja. Oder ich bin ja immer noch bis heute. Ja, also die Schweiz merke ich schon, es ist viel akzeptierter. Es ist normaler und auch in Österreich, also in Österreich merke ich auch, es ist eine ganz andere Energie. Deutschland war, letzte Woche war richtig krass für uns. Wir haben hier in Bayern angefangen, in Memmingen, sind dann immer weiter hoch über Krefeld. So, und am Ende, mein letzter Tag war in Magdeburg im Osten. Das war das Schlimmste, was ich in 10 Jahren hier erlebt habe. Das darf man in Bayern sagen, ja. Also sehr viel Skeptiker, nein, oder wie gar nicht, gar nicht deswegen. Also die Menschen waren irgendwie, ich kann das nicht erklären, ich finde das auch so, diese Bewertung finde ich so schwierig, ja, aber ja. Die waren zu. Mhm. Also schon im Hotel beim Einchecken, ich wurde, glaube ich, in 10 Jahren noch nie so unfreundlich behandelt. Ja. Und dann normalerweise, meine Vorträge sind ja meistens auch ein bisschen lustig und da hat keiner gelacht. Das war so schlimm. Ich bin echt auf der Bühne gestanden und ich habe echt gute Witze gemacht. So. Also hier ist schon besser, man merkt es. Ja, so. Hey, das ist das Publikum. Aber das Spannende war, ich habe dann gedacht, wahrscheinlich muss ich jetzt meine Facebook-Seite für ein paar Tage deaktivieren. Die Feedbacks von den Menschen, also die waren mega dankbar. Okay. Ich habe am Anfang echt so gedacht, beim Buch signieren, wenn die sich bedankt, die verarschen mich gerade. Mhm. Also die, ich habe schon gespürt, die Spiritualität ist da, aber es wird einfach noch nicht gelebt. Also mhm. Oder so nach außen gezeigt. Also, aber es wird empfunden und es wird darüber nachgedacht. Ja. Das ist sehr schön. Aber das gibt Orte wie Bayern hier, ja, wo die Leute halt auch lachen können. Ja, ja. Wunderbar. Und es gibt Orte, aber die gibt es auch in der Schweiz. Ich bin ja Basler und wir haben ja noch zwei andere Basler Vertreter. Genau. Und ich meine ganz ehrlich, Basel ist der schlimmste Ort für Vorträge für mich. Nee, Bern geht für mich wieder, da bin ich Ausländer. Aber so in Basel sind die auch nicht so humorvoll. Also, obwohl da der Basler Psi-Verein ist, die da viel. Ja, aber ich glaube gerade das, deswegen, Basel hat eine sehr alte englische Tradition auch in der Medialität und auch
bisschen verstaubt, sage ich so. Das so noch so die alten Kollegen gewohnt, wo es halt früher durfte man auch wahrscheinlich noch nicht so Witze darüber machen oder einfach den Spaß im Vordergrund bringen. Natürlich schon sehr ernst, sehr deutsch, ernst, kritisch. Boah, das ist jetzt wichtig und so, muss man aufpassen. Naja, vielen Dank. Ja, Wada, kommen wir mal zu dir. Du bist auf der einen Seite Literaturwissenschaftlerin und auch ein Trance-Medium. Doch, hört man, wunderbar. Und du machst seit vielen Jahrzehnten eine Arbeit, arbeitest als Medium zusammen mit Frank Schmolke. Und du hast ja sehr viele Klienten oder Menschen, die zu euch kommen, die sind auf den ersten Blick gar nicht so spirituell. Was sind denn das für Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie wirst du das umschreiben? Das geht durch alle Schichten der Gesellschaft. Mhm. Also vom Steuerberater über die Kindergärtnerin, über die Klosterschwester. Das ist überhaupt, da gibt es keine Grenzen. Ich habe ein bisschen Problem mit dem Begriff Spiritualität, weil kein Mensch genau weiß, was das ist. Das ist wohl wahr. Esoterik, noch schlimmer. Jeder, der Esoterik sagt, ich mache keine Esoterik. Ja. Spirituell ist, glaube ich, alles, was sucht und versucht zu finden. Mhm. Und ich muss mich manchmal ganz doll ärgern, wenn ich spüre, dass Menschen, die sich selbst für sehr spirituell und esoterisch halten, eine tiefe Verachtung hegen für das Mütterchen, das den Rosenkranz bietet und darin sein Trost und sein Heil findet. Das ärgert mich. Ich bin ähnlich wie Diana sehr daran interessiert, die Brücke zur Tradition und zu den Kirchen zu konstruieren. Das ist oft nicht ganz einfach. Wir hatten vor fast 20 Jahren schon eine Einladung in die Evangelische Stadtakademie hier in München. Vielleicht war jemand von Ihnen sogar dabei. Und da war auch ein Podiumsgespräch, deshalb erinnert mich das jetzt daran. Und da war ein Professor Grom, das ist ein Religionspsychologe, an der Universität inzwischen emeritiert. Und der hatte tatsächlich in unsere Bücher reingeschaut, was die anderen Teilnehmer sich gar nicht erst getraut hatten. Und er hatte die ganz große Schwierigkeit, mich nicht als krank zu verstehen. Okay. Und äußerte dann auch öffentlich, so wie hier, es waren auch ganz viele Leute im Saal, ja, ich muss zugestehen, dass sie offensichtlich dann doch nicht psychotisch sind, obwohl das in seinen Kosmos nicht hineinpasste. Und seine Begründung war nicht, dass er mal zu mir rüberschaute und mich vielleicht mal anguckte und überprüfte, ob ich nun psychotisch bin oder nicht, sondern er sagte, es ist unmöglich für jemanden, der psychisch krank ist, weil er Stimmen hört und weil er in Trance geht, was es ja alles nicht gibt und so, für unmöglich für einen solchen Menschen Jahr für Jahr ein Buch zu produzieren, wo wirklich was drinsteht, was lesenswert ist. Kranke Leute können das nicht. Also das war's. Jetzt kann man sich den Aufruhr im Saal vorstellen. Also seine Position war so, hat er auch was Unverschämtes im Grunde. Muss ich schon sagen, aber man ist ja dann, man bleibt höflich, wenn man bös angegangen wird. Aber die Leute im Saal haben gepfiffen und geschrien. Und das war so, dass auf der einen Seite er ein Zugeständnis machen musste, auf der anderen Seite ein Publikum hatte in der Evangelischen Stadtakademie, das sozusagen schon bekehrt war zur sogenannten Spiritualität. Und mir geht es aber sehr darum, diese Brücke zu schlagen. Und ich bin auch selbst theologisch beschlagen und interessiert und man findet mich sehr häufig in der Kirche. Ich habe sehr viel über Jesus geschrieben, über das Pfingstereignis und über Paulus und was weiß ich alles geschrieben, gechannelt. Mir ist es wichtig, dass diese Verbindung nicht verloren geht. Schön. Und das ist eine Verbindung in die Gesellschaft hinein und für die Gesellschaft und auch für Menschen, die das gelernt haben, dass Medialität oder was sonst damit zu tun hat, irgendwie des Teufels ist, dass die beruhigt werden können durch diese Brücke zwischen den beiden Welten, die nicht so verschieden sind, wie viele glauben. Wunderbar. Danke. Lieber Anzi, lieber Andi, ich komme gleich zu euch.
Doch, ich wende mich zunächst einmal euch zu. Also ich glaube, das ist ja unser aller Absicht, hier ein bisschen zu vermitteln. Es ist was völlig Normales, Spiritualität, Medialität. Jeder hat es als Potenzial auch in sich. Und deswegen sitzen wir hier, deswegen habe ich diesen Film gemacht, machen wir diesen Kongress. Freunde, es ist völlig normal, es gehört zum Menschsein. Und ja, jetzt wollte ich dich mal fragen, lieber Martin, du bist ja wirklich international unterwegs, wie wir schon erfahren haben, lebst viel in Südamerika, hast dort eben auch in einer Fernsehshow gearbeitet. Vielleicht meine erste Frage, wie empfindest du dort die Offenheit für Spiritualität? War das dort nie ein großes Thema, weil die Menschen sowieso viel offener ist? Erste Frage. Und zweite Frage, wie siehst du so in den letzten 20 Jahren die Entwicklung hier in Deutschland und in der Schweiz, hat sich da viel geändert an Offenheit? So, ein bisschen. Gut. In der Tat empfinde ich, dass mediale Arbeiten oder auch spirituelle Arbeiten, ganzheitliche Arbeiten in Südamerika einfacher als hier in Mitteleuropa. Ich bin auch viel in Zentralasien oder im Mittleren Osten und auch dort ist die Arbeit einfacher als hier. Also ich würde sagen, Mitteleuropa ist, was so dieser natürliche Umgang damit angeht, sehr schwierig. Und das hat einen historischen Ursprung, weil wir wurden durch die Inquisition wurden wir von dieser Wurzel geschnitten. Und diese ganzen ursprünglichen Kulturen oder Traditionen in Afrika, Südamerika, Zentralamerika, die noch in dieser Wurzel verhaftet sind, im Positiven, die haben diese Verbindung und für die ist natürlich dieser Bezug zur Seele, zum Intuitiven, viel, viel natürlicher. Und ich habe das auch so in einem meiner Bücher beschrieben, für mich ist Mitteleuropa, wenn man das auf die Spiritualität bezieht, so, ich nenne das so talibanisiert. Also wir sind so die spirituellen Talibans hier. Das heißt, diese Engstirnigkeit und diese Voreingenommenheit, wie ich sie hier in Mitteleuropa erlebe, ist so in anderen Kulturen ganz anders. Und wenn wir jetzt von Spiritualität sprechen, wir haben oft so ein bisschen dieses Vorurteil, dass im Mittleren Osten, da sind sie alle fanatisch und da ist alles verschlossen, ist im Gegenteil so. Wie gesagt, ich habe 5 Jahre im Mittleren Osten gelebt, ich war in praktisch allen Ländern und die Offenheit dort ist extrem. Also das ist mal wichtig vorzunehmen, zu wissen, dass das auch viel Vorurteile beherrscht. Und trotz allem auch zweite Frage, ja, ich finde, es hat sich sehr viel verändert, man kann heute sehr viel offener über Spiritualität oder Medialität sprechen, wobei ich finde es, in meiner Ansicht zumindest, ich finde es wichtig, dass man, also Spiritualität hat nicht unbedingt etwas mit Medialität zu tun. Weil absolut. Medialität ja. Spiritualität ist eine Lebensphilosophie, Lebenseinstellung. Und bewusstes Leben im Alltag. Ja, ja so. Aber medial, ich kann ein gutes Medium, ein guter Heiler oder ein guter Magier sein, ohne spirituell zu sein. Das heißt, die Lebensphilosophie, mit der ich lebe als Medium, als Hellseher, das kann von ganz, ganz, ganz schwarzmagisch bis ganz, ganz, ganz weißmagisch, da kann ich ein absoluter Atheist sein oder ich kann gottesfürchtig sein, ich kann ein altreligiöser Mensch sein, ich kann ein modern spiritueller Mensch sein. Das ist der Medialität ziemlich egal. Also, aber eine Zwischenfrage, ist es nicht so, dass ein richtig gutes Medium nur dann ein gutes Medium ist, wenn der Mensch sich selbst sehr gut kennt, also in gewisser Weise doch sehr bewusst mit sich selbst, seinen Gefühlen umgeht, um dann auch mit dem anderen Menschen sehr bewusst und gut arbeiten zu können, um unterscheiden zu können, was er da empfängt, ist das jetzt irgendwie von oben oder das eigene Unterbewusstsein oder Ängste? Ja, aber das hat trotzdem nichts mit Spiritualität zu tun, weil Spiritualität, wie du es gesagt hast, ist ein vielseitiger Begriff. Und wenn man im Internet, also auf Wikipedia liest, was Spiritualität ist, bezieht es sich auf eine Lebensphilosophie, die oft einen sehr bewusst, teilweise auch religiösen Ursprung hat. Mhm. So. Mhm. Aber man kann, wie schon gesagt, medial sein, ohne diese Verbindung zu leben. Das heißt, man muss sich kennen, das auf jeden Fall. Aber man kann sich auch kennen, ohne dass man spirituell ist. Man kann auch sehr alt, traditionell, archaisch, verwurzelt, sogar streng christlich leben und das, was wir als spirituell bezeichnen, total ablehnen. Man kann in einem Schwarzmagierkult sein, Hohenpriester irgendeiner dämonischen Sekte und ein ebenso gutes Medium wie jener, der für sich empfindet, er sei spirituell. Also Medialität ist wie Kunst. Ein Archetyp, ein Handwerk, ein Ausdruck der menschlichen Kreativität. Und unter welcher Flagge wir das machen, das ist sekundär. Mhm.
Okay. Man kann Börsenmakler sein. Gleiche Meinung oder Ergänzungen? Ja, bitte. Man kann Börsenmakler sein, ja. Sehr intuitiv und kein bisschen spirituell. Mhm. Ja? Mhm. Oder man kann Putzfrau sein, sehr spirituell und keine Ahnung davon haben, dass es so ist. Mhm. Schön. Ja. Fein. Ja, Sabrina, grüß dich. Sabrina, ich finde, du bist so eine Vertreterin einer völlig normalen, natürlichen, geerdeten Spiritualität. In weiblicher Form. Und Spiritualität ist nicht weiblich, ist nicht, ach, du weißt, was ich meine. Zaubernde Frau und deswegen weiblich. So, und du hast ein mutiges, ich sag mal, Experiment begonnen, das mittlerweile zu einem Lebensstil geworden ist. Wie ihr alle seht, trägt Sabrina keine Schuhe und das eigentlich fast immer. Jetzt meine Frage. Da wirst du sicher oft angesprochen und werden sicher auch komische Fragen gestellt. Wie schnell bist du mit diesen Menschen manchmal auch plötzlich in tiefen Gesprächen über Spiritualität oder bewusstes Leben? Oder was kommen da so für Fragen auf dich zu? Ist es für dich auch, zweite Frage, irgendwie eine Art von kleiner Mission, die du da damit verbindest? Willst du damit etwas auch vermitteln? Oder sagst du, nee, ich mache das einfach, weil ich es mache? Ich befürchte, ich will was damit vermitteln. Also ja, ich gehe jetzt seit 2,5 Jahren barfuß und klar gibt es viele Themen, die aber selten in spirituelle Themen ausweichen. Außer wenn ich sage, es ist halt ein ganzheitliches Erleben und man erspürt sich ganz. Wir haben ja die Angewohnheit in unseren modernen Zeiten, dass wir uns eher im Kopf erspüren und einfach, dass alles da unten so mitläuft. Man kann barfuß keinen unbewussten Schritt machen. Ich erspüre in jedem Schritt, dass ich in meinem Körper bin und ganz in meinem Körper bin. Ich würde gerne noch zwei Sachen dazu sagen, logisch. Wo du dich nicht gefragt hast. Und zwar diese Verbindung zwischen Religiosität und Spiritualität und auch zur Medialität. Also ich bin die am wenigsten mediale Person hier an diesem Panel. Noch weniger. Wollte ich einfach nur sagen. Wie der Thomas gesagt hat, magst du da nicht mitmachen? Sag ich, du, da habe ich überhaupt nichts verloren. Meine Spiritualität ist eben sehr viel handwerklicher, würde ich jetzt mal sagen. Und als medial würde ich mich in meinen kühnsten Träumen nicht bezeichnen. Aber es geht ja auch um Intuition. Es geht um Intuition. Übrigens hören wir Sabrina nachher in einem Vortrag. Genau, und über Intuition spreche ich sehr gerne, weil ich glaube, die ist sehr wichtig, obwohl ich jedes eurer Talente gerne hätte. Ich glaube aber auch, im Zusammenhang nochmal zum Kirchen und zu dieser Verbindung zu gehen, es war mir früher auch sehr wichtig, das zu verbinden und ich habe meine Meinung darüber ein bisschen geändert. Und zwar habe ich sie deswegen geändert, weil ich glaube, es ist enorm wichtig, dass jeder von uns seinen ureigensten Weg zu seiner eigenen Spiritualität und zu seinem Sein findet. Und Kirchen, alle Glaubensgemeinschaften, ob das jetzt moderne Glaubensgemeinschaften sind, irgendwelche Gurus, die da rumlaufen, es geht immer darum, dass man jemanden folgt und dass man, was derjenige glaubt oder diejenige glaubt, man mitnimmt. Und ich glaube, die neue Art des Seins, nicht, dass man nicht vermitteln soll, das finde ich wunderbar und toll, aber ich glaube, die neue Art des Seins ist, dass jeder von uns wirklich auf sich selber hört, seinen eigenen Weg geht und beim Barfußgehen, das ist überlebbar. Also wenn wir anders sind als andere, das ist überlebbar. Es erfordert auch halb so viel Mut, wie es aussieht, ehrlich. Die Leute sind alle nett und alle sympathisch und noch nie hat irgendjemand was Böses zu mir gesagt und ich mache das seit 2,5 Jahren. Obwohl in München, gell, die Münchner sind ja schon manchmal ein bisschen geschert. Die sind super. Die Leute sind einfach nur überrascht, da kommt eine mittelalterliche Frau und hat keine Schuhe an. Sie ist nicht obdachlos, sie scheint nicht unter einer Brücke zu schlafen, besoffen scheint sie auch nicht zu sein. Warum? Das scheint ja auch noch Spaß zu machen. Ja, und das glaube ich, ist einfach nur für uns wichtig, uns zu hören. Und das ist, glaube ich, was du auch wolltest mit deinem Kongress, auf sie selber hören, die innere Stimme vertrauen. Und das finde ich einfach enorm wichtig. Sehr schön, vielen Dank. Ja, neben mir sitzt unser sogenannter Überraschungsgast. Auch er ist kein Medium. Wir haben mal ein Interview zusammengeführt, da hast du über Intuition gesprochen, das hat mich so berührt, das fand ich so großartig. Ansi Antila ist ein spiritueller Lehrer, es geht viel um Erwachen, Erleuchtung,
aber auf eine sehr entspannte, sehr normale Art und Weise. Wir waren gerade bei dieser ganz normalen Spiritualität, die jeder hat, und Intuition hat ja auch jeder. Habe ich dich richtig verstanden, dass du so ein bisschen darüber gesprochen hast, dass Intuition eigentlich bedeutet, sich einfach nur vom Leben führen zu lassen und dass man so etwas lernen kann? Gute Frage. Danke. Also ich möchte vorweg was sagen, dass Anzi Antila gerade überhaupt nicht entspannt ist, sondern gerade ganz viel Turbulenzen fühlt in seinem Körper. So eine Mischung aus totaler Freude und dem Gefühl, sich jede Minute übergeben zu können. So ging es mir auch immer früher, wenn ich moderiert habe. So, also ich bin es noch nicht gewohnt, vor so vielen Menschen zu sprechen. Aber ja, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Die, mach ich. Die sehr gut war, cool. Thomas. Hey. Die sehr gut war. Ob die Intuition aus deiner Sicht einfach etwas ist, dass man lernt, sich vom Leben führen zu lassen. Ob wir sozusagen durch die Intuition auch immer die richtigen Hinweise kriegen, wie es weitergeht. Kann man das so sagen? Ja. Danke. Und außerdem? Naja, ich finde es erstmal wichtig zu betonen, dass im Gegensatz zur Medialität, zur Sensitivität, zur Sensibilität, Intuition etwas ist, was wir alle mitbekommen haben. Und natürlich gibt es dafür jetzt unterschiedliche Definitionen. Ja, mir liegt es fern, jetzt irgendwie die richtige Definition zu finden, sondern mir geht es einfach darum zu sagen, dass jeder von uns hat bestimmte Gaben, aber jeder von uns hat auch einen Körper. So, und so, genauso wie jeder einen Körper hat, hat auch jeder eine Intuition. Das ist einfach für mich, in diesem Zusammenhang, ist es einfach nur, wie reagiert unser emotionaler Körper auf das, was wir denken und glauben. Und gibt uns ein Feedback, genauso wie unser Schmerzempfinden uns ein Feedback gibt, ja, falls gerade irgendjemand überlegt, warum ich mich so festklammere an dieses Mikrofon, ich bin einfach nur unsicher gerade. Das ist dein Scherzkörper. So, das ist meine... Alles wunderbar. Ich halte mich auch hier fest an dem Teil. Ist gut. Dankeschön. Alles gut, ist interessant. Ja, ja, ja. Noch ein Satz. Ja, bitte, gerne. Noch ein Satz. So, wir würden ja unser Schmerzempfinden ja nie als etwas Schlechtes sehen oder verurteilen. Es ist ja einfach nur ein Signal, wenn wir einen heißen Kochtopf berühren, das fühlen wir Schmerz und der sagt uns, nicht anfassen. Mhm. So, der hat eine Funktion. Und genauso hat unser emotionaler Körper neben vielen anderen vielleicht Funktionen eine ganz wesentliche Funktion, nämlich uns zu sagen als Feedback, ob das, was wir gerade glauben, wahr ist, relevant ist, in diesem Augenblick. So, das ist aber natürlich eine völlig andere Orientierung, weil unser Verstand natürlich das ganz anders sieht. Ja? Der hat seine Argumente, ja natürlich bin ich sauer, weil es ist das passiert und das und das und das, während die Intuition sagt, nein, das sind einfach scheiß Gedanken, die du hast. Deswegen bist du gerade in einem schlechten Gefühl. Ich sag's dir doch die ganze Zeit, hör auf, das zu denken. Hör auf, das über dich zu denken. Hör auf, das über andere zu denken. Hör auf, das über die Welt zu denken. Ja? Ich sag's dir doch. Guck mal, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich schlecht an. Ja. So, das ist für mich die Intuition. Das ist einfach nur eine Intelligenz, die wir besitzen. Das heißt, dann geht's einfach auch nur noch um den Mut, dem zu folgen und da wirklich hinzuspüren, kann man das so sagen? Ja, Mut und Vertrauen. Schön. Ja. Dankeschön. Gerne. Andi, wie würdest du denn das so unterscheiden? Zunächst einmal meine Frage auch an dich. Siehst du es ähnlich, dass du sagst, Medialität und der spirituelle Weg sind ganz unterschiedliche Dinge? Oder ich frage da nämlich nochmal nach. Oder würdest du schon sagen, ein wirklich gutes Medium
wie du zum Beispiel arbeitest im Gespräch mit Verstorbenen, das ist ja etwas, was wir heute noch genauer erfahren, muss auch sich selber kennen, muss auch seinen eigenen inneren Weg gehen, um dann noch bewusster diese Arbeit machen zu können? Nein, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das ist, wie viele von euch können eine Taste auf einem Klavier drücken? Bitte Hand hoch. Okay. Wie viele von euch haben Piano oder klassische Musik studiert? Bitte Hand hoch. Okay, zwei, drei. Wie viele sind Pianisten? Und so ähnlich verhält es sich mit der Medialität. Das ist einfach was Schönes zu machen. Ich bin da reingekommen, nicht weil ich irgendwelche großen Dinge wollte, sondern einfach weil es geil war, weil es Spaß gemacht hat und ein Talent da war. Man muss hier aber auch unterscheiden. Ich möchte gerne auf eine andere Frage noch zurückkommen. Gerne. Die Spiritualität. Ich glaube, man muss einfach zwei Ebenen betrachten. Man hat das, was man da drin hat, und da lebt man seine Spiritualität, und da hat jeder Recht. Und da jeder Recht hat, muss auch jeder Recht haben dürfen. Und wenn wir diese Erkenntnis in uns tragen, dass jeder Recht hat, dann werden wir auch die Spiritualität draußen leben. Und darum ist es für mich jetzt als spiritueller Lehrer wichtig, ich arbeite mit Individuen und nicht mit Organisationen, weil sobald man in eine Organisation geht, geht es wieder darum, wer hat Recht. Und das ist Zeitverschwendung. Sondern es macht viel mehr Sinn, wenn man da drin ist. Ja. Und die Medialität und die Spiritualität, das kann man als eines betrachten, wenn man es von außen betrachtet, und das ist sehr populär. Jeder, der irgendwas kann und irgendwas erzählt, der ist nachher spirituell und esoterik und ein Guru, aber das ist natürlich eine Lüge. Und das ist auch ganz gefährlich in dieser Branche, dass ganz viele Leute dann in eine Ego-Falle kommen und nur weil sie einen Zugang zu einer Information haben oder auf einer Ebene haben, denken sie, seien das. Und das ist dann gefährlich für das Individuum, weil dann kann man sein ganzes Leben oder viele Leben in einer Ego-Blase verbringen, und auch das ist wieder Zeitverschwendung. Und ich sage dem extra Zeitverschwendung, weil ich kenne wirklich Tausende von Verstorbenen, egal welcher Ebene die sind, und die begreifen erst, wenn sie gestorben sind, dass sie nicht gelebt haben. Und das ist einfach nur saublöd, wenn man sich zu Lebzeiten nicht dieses Körpers bewusst wird und der Aufgabe, der man hat, das da drin zu studieren und herauszufinden, was ist das, was auf eurem Stuhl sitzt, weil ihr habt keine Ahnung, was da sitzt, aber ihr seid nicht nur Frauen, nicht nur Männer, nicht nur Hausfrauen, nicht nur Väter, Mütter, aber das, was da sitzt, da hat eigentlich keine eine Ahnung davon. Und wenn man sich dem etwas mehr widmen würde, dann würde einem auch bewusst werden, dass man vielleicht gar nicht so ein Depp ist, sondern denn der Intuition folgt, weil das, was wir nicht wahrnehmen können, wird in den östlichen Philosophien als das Höchste beschrieben, aber gleichzeitig als das, was wir nicht beschreiben können. Also mein Ratschlag ist dann in dieser Situation, widmet euch dem, was ihr seid, aber nicht fassen könnt. Das kann nicht ganz falsch sein und verbringt da möglichst viel Zeit. Wer von euch war schon mal spazieren? Okay. Irgendwann spaziert es und man fühlt sich wohl, richtig? Dann ist das Denken weg. Also hört auf zu denken, hört auf die Intuition. Und dann werden wir alle nächste Woche erleuchtet sein und dann werden wir Frieden haben und Freude und Eierkuchen und dann könnt ihr ja einfach euch selber sein. Dankeschön. Ja, vielleicht die letzten 10 Minuten möchte ich noch mal ein bisschen über eure professionelle Arbeit etwas erfahren. Ich könnte mir vorstellen, da sind viele Menschen jetzt auch im Publikum, die vielleicht auch schon dieses Talent haben, gewisse mediale Fähigkeiten oder die anderen Menschen helfen wollen. Liebe Jana, ich frage dich einfach mal, kommen zu dir manchmal Menschen, die sagen, ja, ich möchte auch Medium werden, ich möchte das auch lernen. Und was sagst du diesen Menschen dann sozusagen? Oder anders gefragt, worauf kommt es an? Also wie kann ein Mensch herausfinden, ob er tatsächlich, ob das das Richtige für ihn ist? Was ist da so dein Gefühl? Grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass jeder Mensch sich über seine Stärken wie auch über seine Grenzen Bescheid weiß, dass er sich gut kennt. Dann kann er ja seinem Herzen auch folgen. Denn oftmals ist es nicht nur auch gerade in der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung leichter, seine Fähigkeiten zu entdecken, sein Potenzial, seine Stärken, sondern viel höher liegt auch die Herausforderung, wirklich auch sich so zu lieben, dass man auch seine Grenzen in der Lage ist zu akzeptieren. Ich erfahre in meinem eigenen Leben immer dann,
Wenn ich meine Grenzen akzeptiere und annehme, dann löst sich gewisser Konflikt, diese berühmte unbewusste Faust in der Tasche, und plötzlich dehnen sich die Grenzen eher aus. Und das macht einen wirklich, diese erlebte und durchlebte innere Reife macht einfach starken Rückgrat und souveränes Leben. Und die Menschen lernen bei mir durch verschiedene Übungen, ihre eigene geistige Anbindung herauszufinden. Ich verfüge über eine starke Form der Hellsichtigkeit. Andere Menschen verfügen über eine starke Form von Hellfühligkeit. Andere wiederum verfügen über eine starke Form von Hellwissen. Und so studieren wir, wie erreichen dich die geistigen Botschaften, sei es deines höheren Selbst, sei es deine Engel, nämlich erreichen sie dich durch ganz klare, nachvollziehbare, umsetzbare, liebevolle Gedanken, erreichen sie dich über ganz tiefes, stimmiges Empfinden, was nachvollziehbar, umsetzbar, liebevoll ist, beziehungsweise wenn man visuell orientiert ist, wie kann ich diese geistige Sprache so studieren, ein bisschen wie eine Fremdsprache, dass ich die Bilder, die mir das Höhere schickt, die Engel schicken, so in einer philosophischen, liebevollen, neutralen Art und Weise begreifen kann, also sie verinnerlichen, verstehen und Antworten in meinem Leben auf alles in mir selbst finden, in meiner Selbstermächtigung. Ich habe noch keinen Menschen, und ich mache Seminare seit über 11 Jahren, 12 Jahren, kennengelernt, der nicht diesen Bezug zu seiner inneren Quelle haben kann. Denn in jedem schlägt ein Herz, was lieben möchte, was geliebt werden möchte. Und das ist ein natürliches Prozess, sich selbst Vertrauen schenken zu dürfen. Vielen Dank. Haben wir noch 5 Minuten? 5 Minuten. Ja. Liebe Varda, nochmal, kommen wir nochmal zu dir. Du bist Trance-Medium und du empfängst sozusagen Informationen von der Quelle, das ist eine transpersonale Wesenheit, arbeitest da zusammen mit Frank Schmolke, ihr habt viele dicke Bücher da sozusagen geschrieben und empfangen, aber ihr arbeitet auch sehr intensiv mit den Menschen. Jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie für dich persönlich, wie du deine persönliche Entwicklung siehst. Das ist ja ein Fulltime-Job sozusagen, was du da leistest. Wie konntest du allmählich auch dieses Wissen, hast du dich persönlich sehr stark mit dem Wissen auseinandergesetzt? Ist es sozusagen jetzt auch dein Wissen? Und siehst du dich auch als einen Lebenslehrer, Lebenslehrerin? Wie siehst du ein bisschen deine Rolle in dieser Arbeit? Das wechselt je nach Stimmung. manchmal komme ich mir wirklich vor wie eine Lebenslehrerin und manchmal komme ich mir vor wie ein kleines Kind, ganz naiv. Es ist so, durch mich kommen Informationen, die ich nicht gedacht habe. Damit fertig zu werden als intelligente Person, das ist schon mal ein ganzes Stück Arbeit. Mhm. Es kommen Informationen, hinter denen ich gar nicht unbedingt stehe und auch die mir fremd sind, und ich muss sie mir erst aneignen. Das heißt, mein Prozess geht so, die Frage wird gestellt, ich bin in Tieftrance, ich beantworte die Frage, und das ist oft was ganz Abstraktes, wie auch in den Büchern ja die Dinge nicht als persönliche Lebensberatung gemeint sind, sondern sozusagen für allgemeine Interessen. Und dann wird es getippt und dann wird es mir vorgelegt und dann nehme ich es erstmal zur Kenntnis. Das heißt also, das muss ich mir wirklich aneignen. Mit der Zeit hinterlässt es seine Spuren. Mhm. Ja, also das kann ich nicht anders sagen, als dass ein Mensch, der bis zu seinem 35. Lebensjahr nur sehr, sehr am Rande die Vorstellung hatte, eine Seele zu besitzen, jetzt eine überzeugte Seelenlehrerin ist, ja, das ist schon auch ein Weg. Mhm, das glaube ich. Ich möchte noch was sagen zu dem, kann ich das lernen oder nicht lernen. Ich gebe ja seit über 30 Jahren diese Woche heilende Medialität. Und ich kann sagen, ja, in einer Woche kann man Menschen relativ weit bringen in der Entdeckung und Ausübung und Übung ihrer Medialität. Aber
Ich würde sagen, so um auch auf Andi einzugehen, das ist so, wie wenn man nach 3 Jahren Klavierunterricht an Elise spielen kann und vielleicht so die kleine Nachtmusik, so ein kleines bisschen. Aber das ist noch lange keine professionelle Arbeit. Mhm. Dazu braucht es wirklich mehr. Dazu braucht es Selbstvertrauen, dazu braucht es Übung, dazu braucht es sehr viel Übung und dann nochmal Übung und auch und Struktur. Und lass mich raten, auch Übung braucht es noch, nicht? Sehr viel Struktur. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich weiß aus Erfahrung, dass ich nicht mehr als eine Dreiviertelstunde oder maximal 50 Minuten in Tieftrance bleiben kann, ohne dass ich mir schade. Genau. Meiner Gesundheit. Ist eben eine ganz spezielle Art der Medialität, muss man einfach dazu sagen. Das ist eine richtig anstrengende Arbeit. Ja, das ist eine richtig anstrengende Arbeit. Okay. Und das braucht Selbstdisziplin. Mhm. Meine Quelle sagt zu mir, wir haben kein Problem, wir sind immer da, wir haben immer Zeit, wir haben keine Krankheiten und so. Du musst dafür sorgen, dass du gesund bleibst, sonst geht's nicht. Das ist deine Aufgabe als Mensch. Wir sind ja keine Menschen, also haben wir auch das Problem nicht. Aber ich meine trotzdem, man kann viel lernen. Man muss ja nicht gleich in der Carnegie Hall auftreten. Ne? Es gibt ja noch was dazwischen, zwischen gar nichts. Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen ist auch schon ganz Beispiel. Gut. Schön. Ja, lieber Andi, an dich nochmal eine Frage, bitte um kurze Antwort. Und bitte, nein, also die Frage ist auch noch gar nicht gestellt. Du bist ein Jenseitsmedium, wie wir alle schon erfahren haben. Und du hast mir mal erzählt, und ich finde es unglaublich, du kannst auch 12 Stunden lang durchgehend Kontakte machen und fühlst dich danach pudelwohl. Das heißt, es kostet dir scheinbar nicht so viel Energie. Wie erklärst du dir das selber? Warum ist das so? Ach, das ist wieder recht simpel. Wenn man das erste Mal anfängt mit der Medialität, dann gehst die ganze Energie auf 3-4 Minuten konzentriert. Der größte Teil davon kommt aus der geistigen Welt, der Rest vom Lehrer und dann noch etwas vom Schüler, weil der ist ja erstmal verwirrt, was da überhaupt passiert, weil das macht ja gar keinen Sinn, dass da plötzlich irgendwelche Auras oder Verstorbene oder sonst irgend sowas Schräges erscheint und dann sagt das Gegenüber noch ja. Und wie weiter das Training geht, wie feiner wird die Medialität. Jeder in der medialen Entwicklung hat mehrere Krisen, weil die Medialität weg ist. Und dann müssen sie wieder begreifen, die ist einfach feiner geworden. Und mit der Zeit ist die so fein, dass sie nicht mehr da ist. Also man arbeitet nicht mehr, sondern man erzählt einfach, was da ist. Also es ist heute keine Arbeit mehr, sondern es ist einfach, ich sehe den Menschen und dann weiß man einfach, was das Thema ist, worauf man da eingehen kann. Oder die Verstorbenen, die stehen dann einfach da, so wie jetzt ihr da sitzt. Und dann beschreibt man die einfach, was man nicht weiß, sagen die. Und so kommt die Information und ihr könnt ja alle hier den ganzen Tag plaudern und eigentlich machen wir das als Medien, wenn man das lang gemacht hat und sattelfest drin ist, plaudern wir einfach den ganzen Tag und es ist immer schön, wenn die Leute das gut finden und es Sinn macht. Das ist immer schön und das ist für mich auch jedes Mal wieder ein Wunder, dass es die Leute verstehen und akzeptieren können und das ist toll, aber ja, 10 Stunden reicht. Alles klar, vielen Dank. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Aber jetzt möchte ich dir, lieber Anzi, nicht erschrecken, noch mal eine Frage stellen. Bitte, noch ganz kurz, bitte. Wichtig ist, dass man seinen Job liebt. So ist es. Und zwar egal welcher Job, Leute. Ja, so ist es. Ja, ja. Ja, einfach an dich noch mal die Frage, weil du wieder ganz anders arbeitest. Interessant ist, du bist spiritueller Lehrer, hast einige Schüler und bist mit ihnen meistens übers Internet verbunden. Und trotzdem entsteht eine ganz intime Verbindung. Würdest du das so beschreiben? Erzähl doch mal so ein bisschen, was du da so erlebst, wenn du mit den Leuten arbeitest. Also es ist ganz unterschiedlich. Also meine Arbeit besteht ja, wenn man jetzt diesen Rahmen nimmt, die Arbeit, die ich online mache, besteht im Grunde darin, dass man sich hin und her schreibt. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass ich mich vor die Kamera stelle und dann eine Videoübertragung mache und dann sozusagen live Fragen beantworte. So, also im Grunde bin ich immer dabei, Fragen zu beantworten, ob sie jetzt schriftlich gestellt werden oder ob ich sie dann vor der Kamera live beantworte, in einer geschlossenen Gruppe. Auf Facebook. Und ist das für dich gar nicht so der Unterschied, gar nicht so wesentlich, ob die Menschen jetzt persönlich dir gegenüber sitzen oder eben der über den Bildschirm? Ist nicht wesentlich. Vielleicht ist das auch die Brücke dann wieder zur Medialität, weil ich im Laufe der Zeit immer mehr
sagen wir mal, die Fähigkeit ausgebaut habe, die Worte zu fühlen, die jemand schreibt. Schön. Mhm. So, das heißt, jeder kann behaupten, was er möchte, aber die energetische Qualität, die ist unterschiedlich, auch wenn Leute den gleichen Satz benutzen. Und so kann ich quasi damit ganz anders arbeiten und muss mir gar keinen Kopf machen, wie das jetzt irgendwie gemeint ist oder nicht gemeint ist. Oder so. Da ist sehr wenig sozusagen Logik, da ist sehr, sehr viel mit Fühlen. Schön, vielen Dank. Ihr Lieben, ich danke euch. Hat jemand noch was auf dem Herzen? Dann gerne nochmal das Mikro bei euch. Alles gut? Ah, der Andi. Ich weiß nicht, ob wir dazukommen, aber ich glaube, es ist auch mal der Zeitpunkt, dem Thomas und dem Mystiker-Team Danke zu sagen. Applaus